Jo, hier ist RDK bei BMTV Urban und ich habe jetzt hier gleich Sprachkurs mit Vero. Herzlich willkommen zu BMTV Urban, heute mit mir Vero und mit RDK, hallo. Jo, hallo. Interview hatten wir schon, haben sie sich wahrscheinlich auch alle schon reingezogen, hoffentlich. Besser wär's. Besser ja. Ist, weil 28.08. Rap Underdog kommt. Aber ich habe mir jetzt auch überlegt, dass, weil du nicht aus Berlin kommst, dass wir jetzt so ein bisschen berlinerisch noch mit dir lernen. Okay. Und du ein bisschen ein paar bayerische Sachen mir vielleicht an den Kopf wirfst und ich vielleicht sie nicht gerade erkenne oder rate. Ja? Also ich fange mal an und zwar kannst du was damit anfangen. Er ist in der S-Bahn geboren. Also ich verstehe es auf jeden Fall, aber gibt es jetzt einen tieferen Sinn dahinter? Ja, was heißt das? Was ist denn, was meinen wir Berliner, wenn wir sagen, ey, der ist in der S-Bahn geboren? Er ist in der S-Bahn geboren. Keine Ahnung, ist ein Penner? Nee. Könnte man denken, ne? Aber... Nee, das ist so einer, der einfach immer die Zimmertür offen lässt. Ach so, echt, oder? Ja, ey, ganz mal, ist doch gar nicht gemütlich. Mach mal zu, bist du in der S-Bahn geboren oder was? Ach so, alles klar. Ja, das machen die ja, weißt du, weil die Tür ja immer automatisch zugeht, ja, weißt du? Ja, ich verstehe das. Ja, und der erwartet deine Machtmutti jetzt die Tür zu nehmen. Alles klar. Ja, okay. Gut, bayerisch, jetzt, das geht ab. Boah, also bayerische Sprichwörter. Ich komme halt aus Augsburg, da ist auch noch so ein bisschen Schwäbisch mit drin, deswegen... Aber noch geiler, ja, sag an. Strasserbar. Was? Strassebar. 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 Was könnte das sein? Strassebar. Also entweder so eine Straßenbahn. Genau. Ist wirklich eine Straßenbahn. Strassebar. Ist auch die Okay. Oder so Sprichwörter wie, ja, sag mal, wer hat denn dir die Haare geschnitten? Sag mal, wer hat denn dir die Haare geschnitten? Ja, ich bin da auch nicht so gut drin, aber das heißt im Endeffekt so wie, ja, was mit dir los, so, keine so. Ahnung. Oder Gurdesganger, 5 am Simne gefangen. Bitte nochmal, scheiße. Nochmal. Gurdesganger, 5 am Simne gefangen. Ey, absolut keine Ahnung. Ja, das heißt halt, ich glaube, es kommt von der Fischerei so, von Fischern, gutes gelaufen, 5 haben halt 7, 5 Angler haben 7 Fische gefangen, so ist einfach auch so beschissen. Okay, alles klar, ey, krass, keine Ahnung. Gesagt, so, ich bin ja auch nicht so, also ich rede jetzt auch nicht so besonders krass bayerisch, deswegen bin ich da auch so ein bisschen raus. Ein bisschen raus. Also ich denke mir teilweise auch so, Alter, was geht ab, wo bin ich jetzt hier gelandet, so, ich check gar nichts. Ja. Ist es eigentlich attraktiv, wenn man so einen harten Dialekt hat? Findest du es attraktiv irgendwie bei einer Dame? Bei einer Dame? Ja, du bist doch hetero, ich oder? Ich bin auch eine Dame. Nee, nicht, dass ich davon ausgehe, aber... Nee. Ja, es ist schon schwierig, so, wenn man so ein hübsches Mädchen zum Beispiel sieht und dann kommt auf einmal so, ja, weißt du, ist auch Servus. Servus. Dann ist man erstmal schon so ein bisschen... Also Mund abkleben. Ja, muss jetzt nicht sein. Also keine Ahnung, ich versuche das halt in meinen Raps zum Beispiel, versuche ich dieses Ding so ein bisschen, nee. Weil ich finde, es gibt zwar so ein paar Rapper aus Wien jetzt zum Beispiel, und da finde ich, passt das voll und ganz, dass sie einfach ihren Style so in dem Ding durchziehen. Aber Moneyboy. Ja, Moneyboy nicht, aber zum Beispiel kennst du Craig Ignatz oder so? Nee. Ja, sowas richtig. Da passt schon wieder. Ja, voll. Ich habe hier noch was, die Gärtnerwurst. Also mal übersetzt, die Gärtnerwurst. Gärtnerwurst. Wissen das unsere Berliner eigentlich hinter der Kamera? Die sind auch voll raus. Die Gärtnerwurst. Es ist auch wieder, wenn jemand eine Gärtnerwurst ist, ist da dann auch ein bestimmtes, oder ist einfach nur... Das ist nur ein Wort. Gärtnerwurst. Ja, das ist eine grüne Gurke. Ach so, Alter. So, ich hab Japsen. Japs mal nicht so. Oder japs mal. Oder du japst so. Japsen, nach Luft japsen. Ja, genau. Das ist eigentlich schon fast national, ne? Ja. Bekannt, okay. Ja. Hast du noch einen? Okay, dann mach ich weiter. Lass mal einen Knopf machen. Einen Knopf machen? Knopf. Das heißt bestimmt so viel wie, lass mal irgendwie einen Mittagsschlaf machen. Das heißt ein Kind zeugen. Ach so, einen kleinen Knopf wahrscheinlich, ja. Oder was? Kennst du hier in Berlin das LSD-Viertel? Das LSD-Viertel? Nee, wo soll es denn sein? Tja, das ist jetzt die Frage. Das ist eine Ecke im Prenzlauer Berg. Okay. Und zwar ist das so die Ecke Lüchener Straße, Schliemannstraße und Dunkerstraße. Okay, was geht da so im LSD-Viertel? Ich sag, Bars, dies, das, weißt du? Ja. Ja. Aber LSD finden sie alle ganz geil, wahrscheinlich. Ah, okay. Ich habe was richtig Lustiges für dich, und zwar den Mollenfriedhof. Ich habe letztens mit Chile und Abdi auch sowas hier gemacht. Okay. Und da haben wir überhaupt das Wort Molle erstmal auf den Tisch gepackt. Molle. Die Molle. Weißt du, was eine Molle ist? Warte mal, eine Molle. Ja. Eine Molle. Eine Flasche Bier vielleicht? Ja, oh Mann. Aber es ist auch nicht, auch Schulle? Ich hab die Schulle, nee. Der kommt von Schulteis, oder?
Schulle dabei? Weiß es nicht. Also eine Molle ist auch immer ein Bier. Wenn, jetzt, wenn du einen Mollenfriedhof hast, was ist es dann vielleicht? Pfandflaschencontainer. Ein dicker Bauch. Ach so, ja, alles klar. So, weißt du, was eine Fatzke ist? Fatzke ist ja eigentlich nur so ein Hampelmann, ja, so mäßig, oder? So ein aufgeblasener so. Mensch, so irgendwie. Ja, ach, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Es wurde zu mir auch schon öfter gesagt. Wieso? Von meinem Producer nennt mich auch öfter mal Fatzke. Ja, bist du so ein aufgeblasener, arroganter Typ? Puh, das weiß ich nicht, das musst du jetzt entscheiden, oder? Ja, vor der Kamera kann man ja alles. Nee, aber das habe ich durchaus schon mal gehört. Ich überlege auch gerade parallel dazu immer noch an bayerische Wörter, aber die Zwetschgendatschi kennt man halt auch, oder? Zwetschge ist ja sowas wie eine Pflaume, ne? Ja, Zwetschgendatschi ist einfach so Dachi. Pflaumenkuchen, Zwetschgenkuchen. So. Ach so. Eichhörnchen gibt's doch. Ja, so Eichhörnchenschwanz halt, Orchkatzelschwurf. 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 Ich finde es voll krass, warum gibt es das so? Sprachgebrauch, so. Nee. Das sind halt so. Bei mir auch nicht. Alter. Ich bin jetzt gerade voll. So im tiefsten Bayern, irgendwelchen Pfingstfesten. Das hört man solche Dinge so. Ich habe war letztens, was krass war, was mich krass gewundert hat, ich habe letztens bei einem alten Kumpel von mir so auf dem Land so ein bisschen Techno aufgelegt, halt einfach, weil ich die voll gerne mag so. Aber da war es so krass, da haben wir dann, als er Geburtstag hatte, so Hip-Hop, so habe ich so ein KZ-Lied zum Beispiel gespielt irgendwie so. Und dann kamen echt Leute her und haben mich gefragt, ja, was ist jetzt das für Negermusik, hast du nicht was anderes da? Und ich dachte mir so, Alter, was ist hier, wo bin ich hier? Was ist mit den Leuten los? So jünger als ich so. Ja. Also da einfach die Fresse bin ich hauen. Raus, auch ehrlich gesagt. Einfach in die Fresse hauen. So, ich habe hier Graf Koks. Ganz klar eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Der Graf Koks, ich kenne nur Graf Rotz. Ja. Ja, ist halt einfach der Graf Koks. Ist ein krasser Kokser oder was? Ja, so ein Angeber. Graf Koks. Boah, der Angeber, boah, so ein Graf Koks. Sagt man das wirklich so? Ist es auch in deinem Sprachgebrauch? Also ich würde sofort verstehen eigentlich, sag ich jetzt mal so. Ich sag's nicht, nee, aber ja. Würde es schon verstehen. Okay. Man sagt ja auch immer, dass so Kokser so krasse, so ja. Unangenehme Tiere sind. Ja, es kommt drauf an. So, dann haben wir Muckefuck. Muckefuck ist... Das ist doch du kleiner Muckefuck, oder? Das ist doch so, nee. So ein kleines Kind auch, oder? Könnte man denken, ne? Aber ist nicht. Ist auch wieder... Wir sind ja hier in der wunderschönen Maisfabrik und hier, das ist so ein Maiskaffee. So ein löslicher Kaffee. Echt? Ja. Ich hab das schon irgendwie in anderen... Schmeckt ja nach Muckefuck. Okay, Muckefuck. Ja. Was habe ich noch? Stinkende Mauken. Wenn man stinkende Mauken hat, oder was? Ja. Mauken. Kennt ihr das? Ja. Stinkende Mauken. Stinkende Füße vielleicht. Jawohl, ja. Na klar, weil was anderes stinkt ja nicht. Ja. Ich rieche immer nach Rose. Ja, ich bin jetzt auch schon durch mit meinem, aber so, ich dachte, ich lerne auch ein bisschen bayerisch, aber ja, scheiße. Ich liebe ja den Berliner Akzent, so, ich finde das nice, aber ich finde es auch immer krass, so wie es halt einfach so, wie dieser Sprachgebrauch halt einfach so ist, dass es einfach so rauskommt, wie es halt rauskommt. So. Ja. Ich finde es nice. Ich habe ja, nee, so Berliner Zeug halt gehört, auch so Orgi und sowas, und der hat ja auch zwischendurch immer so ein paar Orgi-Pörnchen, keine Ahnung, oder irgendwelche Sachen gemacht, wo sie halt auch immer so richtige Atzen am Start waren. Und ich fand das halt immer super lustig, wenn die da sich unterhalten haben, dass es bei Kaisers jetzt irgendwie irgendwas, ein Sixer für was weiß ich, gibt und so. Ich fand das halt schon lustig, aber ja. Aber du verstehst sie. Ich verstehe die auf jeden Fall, ja. Ich find's auch nicht so schlimm eigentlich, berlinerisch. Nö, ich find's cool. Ich finde teilweise, dass die Art so ein bisschen dann durch diesen Akzent so ein bisschen forsch ist, aber ansonsten alles cool. Ja, ey, dann danke ich dir auch für dieses schöne Video. Ja, super Leistung von mir. Aber du hast ja fast alles erraten, was ich dir gesagt habe. Komm. Ja. Auf jeden Fall alle am 28.08. Rap Underdog kaufen, ne? So muss es sein, genau. Ja, wenn ihr Ideen habt, zum Beispiel zu berlinerischen Wörtern oder so, schreibt es doch mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch mal einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal. Und hier seht ihr das Interview mit mir und Erdeka. Und da unten könnt ihr euch noch das Interview mit mir und Silla angucken. Bis dann.